haben einen neuen Drucker entwickelt, der in der Lage ist, beliebige Strukturen ohne Stützmaterial zu drucken. Das bedeutet, dass wir erstens weniger Material brauchen, zweitens, dass die Druckzeiten kürzer werden und drittens, dass auch die Nachbearbeitung, also das Entfernen von Stützmaterial, damit komplett wegfällt. Also quasi haben wir das Ganze in diesem Druckdüse um 45 Grad geneigt haben und eine zusätzliche Rotationsachse und Z-Achse integriert haben, wo der Druckkopf beliebig häufig um die eigene Achse drehen kann. Was wir zudem gemacht haben, ist die Druckdatenaufbereitung. Haben wir neue Algorithmen entwickelt, dass das so möglich ist, die Geometrie eben auch automatisch zu machen.